Bayern Torwart Manuel Neuer musste nochmal unter das Messer, so steht es um sein Comeback. Der Torhüter des FC Bayern, Manuel Neuer, wurde Ende Mai am Bein operiert. Jetzt ist er fast schmerzfrei und hat neue Hoffnung auf seine Rückkehr. München, zwei Tage Tag, dann der nächste Marsch. Bei Manuel Neuer, 37, sind die letzten Mai Tage äußerst arbeitsreich. Der Torhüter des FC Bayern, der sich im Dezember bei einem Skiausflug das rechte Bein gebrochen hatte und anschließend operiert werden musste, erhielt die Trophäe am 27. Mai in Köln erstmals als Kapitän für die erste Tabellenniederlage von Borussia Dortmund gegen Mainz. Einen Tag später feierten Neuer mit seinen Teamkollegen auf dem Balkon des Münchner Rathauses einen Überraschungssieg. Mai wurde Neuer nach Informationen der AZ von seinem verletzten rechten Bein befreit und am Montag, 29. Nach der Operation dem Torwart des FC Bayern, Neuer, geht es immer besser dieser Routineeingriff, der die Knochenheilung fördern soll, zwang Neuer in den folgenden Wochen dazu, das Trainingstempo des Torwarts etwas zu drosseln. Und es erklärt zum Teil auch, warum sich Neues Rückkehr nun verzögert. Doch je tiefer AZ vordringt, desto komplizierter wird es für den Torwart. Neuer ist mittlerweile fast völlig schmerzfrei, er kann die meisten wichtigen Spielzüge für sein Torwartspiel uneingeschränkt ausführen. Daher ist mit einer baldigen Rückkehr von Neuer ins Tor des FC Bayern München zu rechnen. Vielleicht August, vielleicht Anfang September. FC Bayern Trainer Thomas Tuchel. Bei Manuel Neuer und Thomas Müller läuft alles nach Plan. Manuel Neuer und Thomas Müller befinden sich in der Rehabilitation bei Erik maxim chop Sie versuchen so schnell wie möglich zurückzukommen, jeder geht seinen eigenen Weg. Alles läuft nach Plan, sagte Trainer Thomas Tuchel während der Asienreise über die Abwesenheit von Neuer. Stattdessen trainierte der Torwart privat an der Sebener Straße hinter dem Vorhang, Neuer wollte sich erst wieder öffentlich zeigen, wenn er ein attraktives Niveau erreicht hatte. Die Frage für Tuchel und die Männer in München stellt sich vor Beginn der kommenden Saison. Wird das Neue zum Alten zurückkehren? Wird er nach dieser sehr schweren Verletzung auf das Dach der Welt zurückkehren? Das kann derzeit kein Experte garantieren. Daher arbeitet Bayern an einem Plan B. Jan Sommer steht vor einem Wechsel zu Milan, wer wird der Ersatz-Rookie? Sollte Neuer die Hinrunde verpassen oder sogar ganz ausfallen, brauchen die Münchner eine tolle Alternative. Denn möglicherweise verlässt Jan Sommer, 34, der am Mittwoch nach einer Asienreise in Singapur gegen den FC Liverpool traf, den Verein. Daher sondieren die Bayern den Markt für einen Nachfolger für Sommer, dessen Vertrag noch zwei Jahre läuft, hinter Mailand stimmt den Schweizern zu. Wir müssen unsere Interessen wahren, erklärt Duchel und schloss eine Zukunft beim FC Bayern im Sommer nicht aus. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass wir die ganze Saison mit Jan spielen. Wer als Torwart beim FC Bayern im Gespräch ist, aber das Projekt ist anders. bono 32, FC Sevilla. Georgi Mamadashvili, 22, FC Valence, David Derr, 32, kein Verein, und Wojciech Czesny, 33, Juventus Turin, werden derzeit als potenzielle Torhüter ausgetauscht. David Raya, 27, Brentford FC, wird voraussichtlich zum FC Arsenal wechseln. Potenzial für die Bayern. Die Münchner wollen sich schützen, hoffen aber gleichzeitig auf ein weiteres starkes Comeback.